Welcome back, ladies and gentlemen, ich bin euer Psycho und ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir befinden uns im Mortuary Assistant und wir haben Leiche Nummer 2 hier hingerollt. Das ist der gute Herbert Spears. Nicht verwandt mit Britney Spears, aber hätte schon irgendwie Stil, ganz ehrlich. So ein Promi, hätte ich nichts dagegen. Und die Ecke ist immer noch sauber, genauso wie der Schrank, genauso wie der Schrank und das Fenster, also gefühlt alles. Ja, schauen wir mal, ob das so bleiben wird. Na gut, Herbert, ich sehe schon, du hast hier auf jeden Fall ein Aua am Kopf. Das ist sehr unschön. Wie alt ist denn der? Der hat hier schon so ein paar Lachfältchen. Ich glaube, der ist nicht mehr der Jüngste. Was schätzt ihr so? 50? 50, genau 50. Gut, vielleicht habe ich das unterbewusst gerade eben gelesen und deswegen habe ich gerade 50 gedacht. Aber wenn nicht, dann hätte das Stil. So, bis jetzt sieht er noch relativ harmlos aus. Unsere zweite Leiche, also ganz entspannt. Leiche Nummer 1 und Event Nummer 1 hatten wir schon. Hier haben wir einen kleinen Jumpscare. Deswegen bin ich gespannt, was er uns jetzt liefern wird. Ich habe ja... Mit jeder Leiche habe ich immer mehr Schiss. Und ja, ich weiß, ich bin Schisser. Aber ganz ehrlich, nur wenn du Schisser bist, macht es wirklich Sinn, ein Horrorgame zu zocken. Ja? Wenn du dich nicht erschreckst oder so, dann macht es dir keinen Spaß. So, Wunderbärchen, wir haben alles. Und eigentlich eine relativ saubere Leiche. Und was bist du? Wie meinen? Ich habe jetzt extra versucht, mal nicht kein Schisser zu sein und das Licht anzumachen. Ich bin nur mega am Sweaten gerade. Ich weiß nicht wieso. Tatsächlich an der Temperatur, die zeugte mal nicht. Es hat ein bisschen abgekühlt, das ist sehr angenehm. Ich habe auch gerade mein Fenster komplett offen. Also es zieht hier richtig schön durch. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man in der Nacht aufnimmt. Es kühlt ab und es ist schön. So, Herbert Spears und Alter 50. Dann haben wir eine Prellung am Kopf. Okay, ja. Ein Hämangium an der rechten Schulter. Linke Schulter haben wir da mal. Am rechten Arm. Keratolyse. Ach ja, finde ich auch. Gesundheit. Und am rechten Bein nochmal Keratolyse. Wunderbar. Das geht ja wie geschmeckt. Also, ihr merkt schon, Ladies and Gentlemen, wen kann ich es nur empfehlen? Zockt das selber. Man kommt hier relativ gut rein. Man muss halt irgendwann eigentlich nur noch auf die Jumpscares klarkommen. Und ich finde, das ist einfach eine coole Art und Weise. Dass du hier nicht einfach nur deine Base chillst und einfach abwartest, bis du alles abfucken kannst, danach Demon und Chococo, sondern dass du hier was tun musst und dadurch Zeit in diesem Spiel verbringst und dadurch auch dem Spiel Möglichkeit gibst, die Events zu geben. Und das finde ich sehr, sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool. So. Den Bericht abgeliefert. Wunderbärchen. Und von bei jeder Leiche gibt es ein großes Event, nenne ich es jetzt einfach mal, und mehrere kleine, die random sind, die man sieht, die man übersieht. Also, ich feiere es einfach. Ich feiere es einfach. Es ist ein schönes Game, macht Spaß, und obwohl es jetzt auch schon ein bisschen älter ist, also was heißt älter, ich glaube ein oder zwei Jahre ist es jetzt alt, also jetzt nicht die Welt, aber es ist trotzdem noch geil. So, was brauche ich? Ach ja, dich brauche ich, Wunderbich. Ja, bitte? Johnny Gong, wir haben eigentlich geschlossen. Hallo, kann man Ihnen helfen? Nein, scheinbar doch nicht. Hm. Wahnsinn, da macht man extra die Tür auf und dann ist da niemand. Es ist doch ein Kram, wie es ist. Und auch wenn man es mir gerade nicht anmerkt, Ladies and Gentlemen, ich habe keine Ahnung, wie ich am Sweaten bin. Mit jedem kleinen Event wird man immer nervöser. Das ist der Wahnsinn. Und ganz ehrlich, ich freue mich, wenn ich sein Grinsen hier endlich geschlossen habe, denn gerade mit dem Ding auch noch an dem Schädel, also mit dem Bluterguss. Der macht mir irgendwie ein bisschen Angst. There we go. Wunderbärchen, sehr schön. Jetzt noch die Augen zu und dann können wir hier entspannt arbeiten. Hallo. Augen. Hallöchen. Mama macht die Augen auf. Zeigt mir meine Flausen aus. Ich würde so gerne erwachsen werden und nicht schon mit 18 sterben. Das hätten wir. Jetzt glaube ich kommt. Jawohl, jetzt kommt die Flüssigkeit. Edward Reset. So, Formalit. Dann hier das Methanol. Ich finde es auch cool, dass man hier so ein paar Einblicke in den Beruf bekommt. Gut, jetzt abgesehen von diesem Geisterjäger-Dingens. Das ist jetzt nicht so realistisch, würde ich mal spontan behaupten. Aber es ist sonst ganz cool.
Und ich schaue hier schon die ganze Zeit rum, dass ich hier ja nichts verpasse, aber irgendwie, ich sehe nichts. Entweder das war gefühlt noch nicht da, die wegen mich in Sicherheit, weil die wissen, es wird richtig asozial. Oder es war wirklich noch nichts. Ich schaue auch die ganze Zeit hier durch, aber ich sehe da nichts. Ich habe extra hinten die Türen offen gelassen, damit ich einen Durchblick habe. Haha, Durchblick. Fand ich jetzt tatsächlich besser als gedacht. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber ja, es passiert hier gefühlt nichts. Habe ich die Tür da hinten zugemacht? Mir gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, welche Tür ich jetzt auf und zugemacht habe. Kollege, so, einmal den Hals aufschnibbeln. Sieht das realistisch aus? Ich weiß nicht, wie es aussehen sollte. Aber irgendwie finde ich es jetzt nicht so realistisch. So, Unterbärchen. Monsieur, Sie werden ausgepumpt. Dann ist mir gleich mal Zeit für unser nächstes Streifen. Übrigens. So, wir gehen jetzt einfach mal hier. Ich weiß nicht, wieso mich das jetzt gerade so Christen hat. Hier ist alles falsch. Was bist du? Ein... was auch immer. Aber würde mir nicht mal was einfallen, das sieht aus wie ein... Loch Ness Monster. Also Kringel mit geschwungen und Haar. Und ja, ich höre den Sound. Was war da? Hä? Entschuldigung, ich war gerade dabei, das aufzuschreiben. Ich habe nichts mitbekommen. Können Sie bitte nochmal? Keine Ahnung. Würde ich aber sagen, bevor wir weitermachen, geht jetzt erstmal in den Rechner. Und dann schauen wir uns mal an, ob wir hier schon einen Plan haben. Ach ja, ich sollte mir vielleicht erstmal die Nummer holen. So, ist alles frisch. Hier ist alles super. Genau, da war die Nummer. 2789. 2789. Wunderbärchen. Merci, Raymond. Sehr lieb von dir. Ja, es braucht alles in Ordnung hier. Schublade zu. Braucht man nicht mehr. So, 2789. So, dann schauen wir doch einmal, was wir haben könnten. Wir haben einmal ein L mit Pünktchen. Dahin wollte ich. Danke. Ein seltsames L mit Pünktchen und ein Loch Ness. Und das hier. Das hier, also L mit Pünktchen und das hier, also es könnte Enix sein. Brauchen wir Doppel-T und Kringel. Sonst ist hier nichts mehr. Also, nein, das wollte ich nicht, I'm sorry. Also Enix. Okay. Schaut mal auf die Leiche. Kollege, lass mich erstmal weiterarbeiten, okay? Bleib einfach ruhig sitzen. Okay? Ich tue einfach so, als ob ich ihn gerade nicht sehe, denn er macht mich gerade ein bisschen nervös. Hier haben wir nichts. Ich kann nicht einfach jetzt hier weiterarbeiten, während der da oben sitzt und mit seiner Hand auf mich zeigt. Da ist übrigens auch noch sein Teschak. Ah, hier hat mir auch noch Vermok. Okay, vielleicht haben wir diesmal Pech und wir brauchen vier Dinge. Jetzt auf einmal liegst du wieder. Ey, Kollege. Zählt es jetzt? Heißt es, er ist jetzt... Also, könnte das mein... Aber ich glaube nicht. Oder? Was denkt ihr? Ich hätte jetzt gedacht, weil... Bewegt und so, aber wahrscheinlich zählt nur Zuckungen. Für bösartige Dämmer. Okay, also wir wissen noch nicht, was wir noch... Also, wie es weitergeht. Was wir noch so... Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich bin gerade ein bisschen nervös, denn das sah minimal creepy aus, wie er mich angestarrt hat. Hier ist alles fresh und du bitte bleib liegen, gell? Mach's nicht nochmal. Jetzt müssen wir seinen Bauch füllen. Mit unserer Flüssigkeit. So. Trocker brauchen wir wieder. Infusionsbeutel. Wunderbärchen. So. Dann füllen wir es mal. Dann ist er ein bisschen schwerer. Dann kann er nicht mehr so leicht nach oben gehen. Na, das passiert halt einfach mal bei Leichen. Ja, da bilden sich Gase und durch diese Gase steigen sie halt mal auf und dann setzen sie sich hin. Das ist ganz normal in meinem Beruf. Das hat man immer. Aber ich hoffe, jetzt kommt es nicht mehr vor, sobald wir jetzt den Bauch geführt haben. Wehe, setze ich jetzt nochmal hin. Bei meinem Glück wird dann auch noch irgendwas sagen. Und ich warte immer noch nur darauf, dass diese Hand kommt. Diese Hand, die ich... Himmelarsch und Zwirn. Oma? Hallo? Ah, nee, Papa. I need to report a missing person. Ja, der ist schon wieder. Sorry. Her name is Rebecca Owens. She's 14.
Ja, das hatten wir doch schon. She has a drug problem. So I have that race. I don't know. She was here at the house. Slit your wrist. I understand that. I need you to check them. Okay. All right. I'll keep an eye out. Thank you. Okay, also wir haben scheinbar wieder unser Drogenproblem. Auch wenn wir das eigentlich schon hatten. Also, was heißt? Also nicht das Drogenproblem, sondern das Event. Gut, aber wir müssen weitermachen. Aha. Ah, jetzt darf ich hier hinter wieder. Ich freue mich. Ich freue mich so abgrundtief. So, tschüss, tschüss. Das war das. Ich habe vergessen, dass wir am Badezimmer dann abnippeln. I need to report a missing person. She has a drug problem. Aber so gesehen ist ganz gut. Wer jetzt die anderen Dinge nicht gesehen hat, also die anderen Schichten, der kriegt jeder die ganzen Events mit. Rebecca! 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, no. Leave me now. Oh, es tut mir leid, Daddy. Oh mein Gott. Fuck. Okay, Baby, don't worry. It's okay. I'll get you out of here. Please, sir, I'll just right up there. I'm coming back. I'm coming right back. Frag mich, sie liegt halbtot kotzend am Boden. Hey! Hey, I found her! Down here! Achoo! Tut mir leid, Daddy. Also, man kann es ja verstehen, dass die ein bisschen neben der Spur ist. Wer sowas durchlebt hat, ganz ehrlich, das ist übel, gerade als 14-Jährige. Oder auch 14-Jähriger, je nachdem. Wenn du da sowas erlebst, gibst halt auch eben dir die Schuld. Sowas. Kannst du auch nichts anders machen. Achso, das hat man schon. Das war unser L. Ich schaue nur, ob hier vielleicht noch was ist oder nein. Also, das L hatten wir und das hier. Damit wahrscheinlich in der Leichenhalle unser nächster Hinweis sein. Oder hier vorne. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Okay. Dann reinigen wir mal und wir holen mal das nächste Papier. Vielleicht kriegen wir jetzt schon unser nächstes Zeichen. Mal schauen mal. Holla, 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 holla. Ah. Das Doppel-T! Schnell, 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 schnell. Ich schreibe es mir jetzt trotzdem auf. Das T mit Doppelstrich. Und ein Bärchen. Schau mal. Doppel-T, Doppel-T. Hier haben wir ein Doppel-T. Also es könnte Teshak sein. Aber ich glaube, wir hatten noch ein Doppel-T. Und zwar beim ersten. Hier drüben, bei Immolation. Da hatten wir, glaube ich, hier. Auch Doppel-T, also Enek. Wir brauchen hier das Kringeldingens. Oder das G. Okay, das ist gut zu wissen. Was sagt denn eigentlich mein Block? Hilft mir jetzt noch nicht weiter. Ah, das ist Asche. Und das ist ein Schlüssel. Beides Klärchen. Gut. Es geht voran. Es geht voran. Jetzt noch die Augenpads und dann haben wir es eigentlich schon. Dann darfst du wieder zurück in den Kühlschrank, Monsieur. Dieses herrlich hässliche Gesicht. No hate, aber ja gut, mit dem Bluterguss. Sonst wäre das eigentlich normales Gesicht eigentlich. Alright. Oh Wunder. Oh, da ist alles fresh, da ist auch nichts. Hier ist alles clear. Da würde ich sagen, Monsieur, war ein schöner Tag. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen bei mir. Bitte empfehlen Sie mich weiter. 5 Sterne auf Gelb. Abmarsch. Er spitzt sich zu. Wir haben jetzt bis jetzt Events, die wir schon kannten. Bin ich da mal gespannt, ob es noch neue Events gibt. Aber ich denke schon. Und vor allem jetzt. Wärst du so freundlich und bleibst in deinem Kühlschrank? Sag einmal, ich glaube, es hakt bei ihm. Es geht aber... Hallo? Was soll denn das? Also ganz ehrlich, schau mal, wie die gute Camilla wird. Und ich sehe jetzt schon, dass eine alte Schachtel ist. Und da... Da freue ich mich doch natürlich immer. Aber Ladies and Gentlemen, ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wie es mit Leiche Nummer 3 weitergeht. Und das sieht aus wie meine Oma, irgendwie.
weiß auch nicht. Wie es mit ihr weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Video, wenn wir ein bisschen mit einer Oma spielen. Aha. Super. Ladies and Gentlemen, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.